Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Schwarz Souling Challenge. Hallöchen, na? Hallo. Okay, wir haben uns beschlossen, wir müssen ja eigentlich, ich weiß nicht, haben wir das im letzten Part gesagt? Eigentlich schon, dass wir die Reihumkämpfe noch machen, oder? Mhm. Oder haben wir gesagt, im nächsten Part ist Bell und Cheren dran? Ja. Sind die dran? Naja, genau. Haus der Kämpfe, Reihumkämpfe hier. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst eigentlich. War das hier? Ja, ja, ich nehme halt einfach alle meine Pokémon, die noch trainiert werden müssen, und die können halt alle relativ viele Attacken, also oder relativ viele Typen bedienen. Mit Nichinichi, Matschbombe, Donnerschlag, Surfer und Stärke halt, ne? Und Snow White kann halt, haut halt, kann ich halt in irgendwas Spezielles reinhauen. Und Postea kann ich auch überall reinhauen. Außerdem hat's den Schlummerort und Eisflug, Geist, also das passt schon. Also ich habe mich jetzt für, habe jetzt einfach mal Yuri vorne nach vorne gepackt, weil Yuri vorne eigentlich nie eine schlechte Entscheidung ist. Wegen Egelsamen und so, das ist ganz nett. Ja. Und habe dann Mr. Two gleich daneben gepackt und Reptile nach hinten. Wir müssen halt, ich muss halt gucken, was ich dann brauche. Ich könnte Reptile halt auch durch einen Stein austauschen, wie ich es dann eben brauche. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Erstmal lasse ich es, glaube ich, so. Gut, erster Kampf. Wie der Name schon sagt, kannst du hier Reihumkämpfe genießen. Soll ich dir erklären, wie das funktioniert? Nein. Ich habe jetzt den ersten Kampf angesprochen. Jede Runde bringt neue Entwicklungen. Bist du dem Reihumkampf gewachsen? Oh, nein. Ophelia. Oh, nein, die drei. Nee, die, oh, nein. Was? Oh, nein. Die Affen. Oh. Oh der Gott. Ruf klingt ja fast gleich. Wie es bei mir ruckelt. Es ruckelt? Okay. Ja. Okay, aber Nichinichi ist halt geil vorne, weil ich kann jetzt eine Matschbombe auf den Vegeta drücken. Kann auf den Donnerschlag. Ah! Alter, oh. Nichinichi ist perfekt. Matschbombe, Donnerschlag, Surfer. Ja gut. Alter, bei ich mir. Ich glaube, ich fange. Alter, die FPS. Er dreht jetzt halt auf den um, auf den anderen. Letztendlich kann ich versuchen mit Antikraft, wie viel Schaden das macht. Wahrscheinlich nicht so viel, oder? Ist doch Gestein, oder? Ja, und das ist sehr effektiv. Ach echt? Okay, na dann. Versuchen wir mal. Als ob. Ich hasse diese Kämpfe. Okay. Silberblick. Mach du ruhig. Vielleicht kriege ich ja den Boost. Alter, wie er einfach mit Funkenflug krittet. Und mir halt, keine Ahnung, 20% Schaden macht. Ich benutze ein Heil-Item. Das wird wahrscheinlich eh relativ viel benutzt werden hier, oder? Ja, kannst du machen. Ich habe Sodashita getötet. Ja, Solachita ist bei mir auch schon tot. Nee, Vegeta ist tot. Aber ich kann halt einfach nicht Shinichi vorne lassen und der hat halt gegen alles irgendwas. Und seine Spezialverteidigung ist halt auch relativ gut. Ach, pff, nichts. Ja, Mr. Two sagt auch. Shinichi schluckt das alles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schlupfschleck. Ich hab trotzdem immer Angst, dass es stirbt. Trotzdem, also Mr. Two bei mir, der ist ja hier vorne. Ungeil ist halt jetzt, dass er brennt. Vom Siedewasser. Hm. Okay. Wahrscheinlich setzt der irgendwas Spezielles ein. Wo bin ich denn eigentlich besser? Ja, meine Spezialverteidigung ist höher als meine Verteidigung. Aber normalerweise sind die Feuerattacken ja speziell, ne? Die meisten. Ja. Ich glaube, ich höre jetzt einfach mal Gardevoir rein. Ich setze zur Sicherheit einen Trank ein, ja. Mach das. Fuck. Habe ich die Supertränke schon aufgebraucht? Okay, nach diesem Kampf muss ich kurz Supertränke kaufen. Alter, wie sie zweimal kritten? Oh, boah, ich muss mal aufhören, meine Maus zu benutzen. Das sieht bestimmt voll komisch aus für euch. Hey. Sie kritten? Wer? Deine Pokémon oder die des Gegners? Die Gegner. Wir haben jetzt einen Funkenflug-Crit rausgehauen und jetzt nochmal einen Funkenflug-Crit. Ultra nervig.
Ist Funkenflug denn speziell? Ich habe jetzt zweimal die Verteidigung gesenkt. Irgendwie bin ich da gesenkt bekommen. Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, aber der Einzige, der eine physische Attacke eingesetzt hat, ist so Vegeta. Kann ich denn Dings reinschicken? Reptile? Du hast eine Verteidigung. Ja, die Verteidigung sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Aber es sind halt, sie macht, also nur Vegeta macht halt physische Attacken, ne? Der Rest macht Fokuside Wasser. Ja. Ja, okay. Aber Vegeta macht Samenbomben, die sind ja physisch. Ich bin's bei Grillcheeta. Und so. Das ist das einzige Pokémon, das noch übrig ist gerade. Was ist ein Ego-Trip? Keine Ahnung. Alter, nice! Volltreffer Reptile. Ah, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Was habe ich bei dir Leben-Orb drauf? Ich habe bei Reptile, glaube ich, Leben-Orb drauf gemacht. Ja, nach so einem Arena-Kampf, ja. Ja, ich frag mich gerade, musste gerade überlegen, warum verliere ich Leben? Was? Nee. Deswegen habe ich den wahrscheinlich gewonnen-hitted. Das einzige Nervige an den Cheetahs sind eigentlich, dass sie so schnell sind. Ja, ich hab's jetzt tot. Ich gehe mir kurz Tränke kaufen. Ja, ich bin auch durch. Aber oben geht's ja weiter. Ich hab trotzdem so ein flaues Gefühl im Magen. Ich hab immer Angst, dass Togekiss stirbt, ey. Obwohl Togekiss super gut aushalten kann. Ich wollte gerade sagen, Togekiss ist doch wahrscheinlich der... Ja, das beste Pokémon gerade irgendwie, was defensiv so... Neben Einstein. Einstein ist auch gut. Aber das kann eben... Einstein kann nicht so gut austeilen. Na, solange halt keine Kampfattacken kommen, kann ich das auch solo mit Nicht-Chinichi machen, solange ich halt nicht irgendwie, keine Ahnung, brenne oder vergiftet werde. Nicht-Chinichi ist ein tolles Pokémon. Tja. Weil es Nicht-Chinichi ist. Richtig. Das war irgendwie sehr, sehr fies und nicht lustig. Ach Mensch, das wird schon... Ob Shinichi auch so eine lange Zunge hat? Weiß ich nicht. Fragen über Fragen. So, Bin ich jetzt falsch ausreingegangen? Vor einem Kampf, frei um Kampf, ist eine gute Vorbereitung das A und O. Also lass uns loslegen. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ah, okay. Es sind nur zwei. Mhm. Ach so. Und ich dachte, jetzt kommt hier wie Kampfhaus oder so. Nein, nein, nein. Ja, dann... Ich wusste nicht, ach mehr, wie nein! Viele, aber... Oh nein! Oh Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ist Kampf ist gegen normal effektiv, ne? Mhm, ja. Unlicht ist gegen Geist nicht sehr effektiv, oder? Unlicht ist gegen Geist sehr effektiv. Das heißt, wenn du halt eine Geistattacke auf Unlicht machst, dann ist es nicht sehr effektiv. Ist ein Mogelhieb Unlicht oder normal? Normal. Soll ich jetzt in Yuri drin bleiben und das einfach mal Egesamen schmeißen? Oder? Ich glaube, eine Attacke von einem von dem hältst du aus eigentlich. Oh, Gedankengut. Das ist ja widerlich. Zack, Pygraulon mit einem fucking Spukball einfach weggehauen. Postea ja, MVP, effektiv. Alter. Ja, dann beschwer dich nicht über das Pokémon. Das ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Ja, naja. Ja, naja. Weißt was, naja. So, soll ich jetzt einfach mal einen Hammerarm reinschmeißen oder einen Gegenstoß? Also... Der könnte das Pokémon halt jetzt drinnen lassen oder wechseln. Letztendlich ist die gut. Wie war das mit Unlicht und Geist? Unlicht ist auf Geist sehr effektiv. Geist auf Unlicht nicht sehr effektiv. Und Unlicht ist auch auf... Postea nicht in Gladiantri drin lassen. Mhm. Mit anderen Worten. Ja, das Problem ist, ich kann ja auch Gardevoir nicht in Gladiantri machen. Weißt du? Ach, weißt du was, wir sind jetzt mal random. Oder? Nee.
Shit. Nee, kannst du nicht. Ist genauso. Was? Oh mein Gott. Okay, Kampfattacken sind trotz meines Kampftyps noch sehr effektiv. Das wusste ich nicht. Aber zum Glück hat Reptile das so gut weggesteckt. Alter, habe ich gerade Angst. Ich dachte, hä, was? Warum? Dann war das keine gute Entscheidung von mir gerade. Ich habe das nicht beachtet. Gladiantri ist Unlicht was? Unlicht Stahl? Ja. Gift ist auf Stahl nicht sehr effektiv. Nee, das ist neutral effektiv. Dann probiere ich mal was. Oh nein. Oh nein. Ich kann es doch jetzt wegtöten, oder? Also nee, ich glaube, ich wechsle da lieber gerade. Wieder auf Mr. Two. Was bringt denn Linfu was Gedankengut macht? Oder was bringt? Ja, Spezialangriff. Ja, aber Linfu macht doch vor allem Kampfattacken, oder? Ach, stimmt. Da hast du recht. Ach, weißt du was, ne? Wie viel Verteidigung hat nicht Shinichi? Als ob er jetzt wechselt! Du bist doch fucking random. Okay, Pygraulon fast getötet. Jetzt bist du tot. Ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen. Mit Mr. Two im Team bin ich gleich viel stärker, habe ich das so das Gefühl. Spezialangriff plus 4. Spezialverteidigung plus 3. Die Level-Ups sind so gut. Oh, das befriedigt mich so. Ach, Metall-Sound, fick dich doch. So, weil ich schnell bin. Einfach mal reinhauen. Tschüss. Hä, aber was sollte denn Gladiantri für eine spezielle Attacke machen? Nee, Gladiantri macht das nicht, glaube ich. Also, eigentlich hat das nur physische. Deswegen. Oder, ne? Ja, weil die halt den Metall-Sound machen und... Und Gedankengut, ich habe jetzt Weed reingeholt und Erdbeben gedrückt. Lol. Ich bin jetzt durch. Ja, gib mir eine Sekunde. Ich glaube, der ist Erdbeben one-hitted auf Gladiantri. Und solange das Gladiantri jetzt keinen Feuerschlag rausholt oder sowas, ist mir alles egal. Ja, GG. Zufrieden. An nichts gestorben. Typenkombination war ein bisschen ekelhaft, aber. Ja. Das passt schon. Es ging eigentlich bei mir. Ich war nur gerade echt irritiert. Dieser Unlicht-Kampftyp von Reptile irritiert mich ein bisschen. Ich dachte gerade eben, durch den Unlichtkampf, dass sich die Schwäche von. Also, weil Kampf ist ja effektiv auf Unlicht, ne? Mhm. Und ich habe ja Unlicht und den Kampftypen. Deswegen dachte ich, meine Schwäche auf Kampf wäre weg. Mhm. Dachte ich dadurch jetzt, war sie aber nicht. Deswegen habe ich den da reingeschickt und bin fast gestorben, das nicht gewusst habe. Also da bin ich noch ein bisschen unsicher. Also diese Typ-Kombo ist ein bisschen eigenartig, muss ich mich noch dran gewöhnen. So, das heißt, wir machen jetzt Route 10, oder? Schon. Und Teren. Und Bell. Ich glaube, als erstes kommt Bell und dann Teren. Okay. Halt schon. Allgemein müssen wir die Route mal machen, da habe ich ja noch die Trainer gar nicht besiegt. Ja, ich habe schon 2 besiegt. Boing! Erinnere dich dran, der erste Kämpfer hat einen Irokax vorne, glaube ich. Hat er? Ich glaube schon. Ja, oder war stimmt. Das? Ich bin jetzt schon reingelaufen, aber... Und das Turm kickt. Tut es das? Ja, das tut es. Ich würde ja einfach Gisbert oder so reinschicken, aber naja, der hat ja noch den Normaltypen. Ist wie ein Gift auf Drache. Was? Nein. Ist es effektiv oder also ist es normal effektiv? Aber was hast du gerade gesagt? Gift auf Drache. Neutral. Auf Drache ist nichts anderes effektiv als Eis. Und Drache. Und Fee. Nochmal. Ja, und Fee, aber das gibt's ja noch nicht. Okay. Well, na dann ist das Scharfax jetzt ziemlich schnell down. Du hast Bodenpsycho. Dann kann ich einfach den Torwächter reinrufen, oder? Nee, der hat ja den Unlichttypen noch. Alter, Irokex ist Krebs, ey. Ja, Irokex ist richtig kacke, das stimmt. Da musste ich auch überlegen. Egesam.
Ich mach einfach mal Egelsamen. Oh, Igitzigitzigitzaplalek. Igitzigitzigit. Ich glaube, so nenne ich den Part. Igitzigitzigit. Was mache ich denn gegen Zaplalek? Matschbombe. Matschbombe MVP, Mann. Zaplalek. Einfach Matschbombe, okay. Na dann. Oh, das ist vergiftet. Ja, das stimmt. Echt? Nice. Ja. Chinichi denkt sich halt, ja. Läuft. Ich habe halt keine Lust, dass jetzt was stirbt, ne? Mein Team ist ganz schön so. Ich will jetzt nicht unbedingt. Verteidigung ist nicht so. Aber besser als die Spezialverteidigung. Hm. Ach, wieso stirbt denn das Viech nicht? Ach, doch, es stirbt. Okay, gut. Zwei Matschbomben. Also, wie gesagt, der nächste Ast-Trainer: Scharfax, Zaplalek und Hydragil. Was ja immer noch, okay. Wie viele Top-Genesungen habe ich? Hydragil ist. Wow. Wasserkäfer? Ich. Wenn ich das Richtige. Nee, wartet, ich habe jetzt gerade Schnuthelm im Kopf gehabt. Ist Hydragil die Weiterentwicklung von Schnuthelm? Könnte sein. Es ist, glaube ich, Stahlkäfer. Ich dachte aber, Hydragil wäre Wasser-Ninja, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe es mir irgendwann so eingeprägt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch falsch, was ich mir eingeprägt habe. Ich glaube, wenn ich Postea reinhole, ist es okay gegen Hydragil, oder? Ja, ne? Ich muss mich gerade selbst ein bisschen konzentrieren, deswegen, was ist los? Ich hole jetzt Postea in Hydragil rein. Mach das. Sollte gehen. Also sollte er nicht Postea one-hitten können. Gigasauger. What? Okay, ich glaube halt wirklich, dass es Käfer ist. Ja, ja. Deswegen hole ich jetzt Postea rein und drücke Fliegen. Und es macht Gigasauger, also was auch super immer. Super gut weggesteckt, den Turmkick. Wer? Mr. Two. Ja, natürlich. Dachte sich so, what? Was willst du damit denn? Aber ich habe jetzt. Ach, stimmt, ich habe jetzt Postea, fällt mir gerade auf, ne? What? Aber gut, ich kann Postea nicht gegen Aerokicks drin lassen. Ach, so kacke, Alter. Wobei Postea wird ja die Kampfattacke dann halbiert, ne? Wenn sie sogar. Entweder sie ist nicht sehr effektiv oder sie hat keine Wirkung. Die Kampfattacke bei Postea. Ja, aber eine Unlichtattacke haut halt rein. Ja, ja, klar, die ist sehr effektiv, ja. Hm. Meh. Ich müsste halt jetzt mal. Was hat der nächste Trainer, meinst du? Der nächste Trainer hat Scharfax, Hydragil und. Also der zweite, ne? Nach der Treppe. Genau, nach der Treppe. Der Ast-Trainer hat Hydragil, Scharfax und. Zaplalek. Hydragil. Was mache ich denn da am besten? Der fängt mit Scharfax an. Okay. Mhm. Oh nein. Alter, warum schon wieder ein Scharfax? Oh nein. Hinter der Brücke kommt Chiren. Und Bell. Ja, ach. Ja, klar. Ach so. Ah, warum fragst du mich nicht, wo die kommen? Ich habe ja gesagt, am Ende der Route kommen die noch. Aber am Ende der Route? Ja, das ist das Ende der Route. Hä? Die Route ist nicht groß. Oh Gott. Da hinten fängt gleich die Siegesstraße schon an. Ja, das wusste ich nicht. Aber ich habe geheilt vorher. Alles schön. Ja, warte jetzt aber trotzdem. Wir machen das im nächsten Part. Denn, okay. Ja, aber der Part ist jetzt schon über 20 Minuten lang. Nein, der Part ist 19 Minuten und 5 lang. Wenn ich den Kampf gemacht habe, dann ist er über 20 Minuten lang. Okay. Und wer will dann gegen uns kämpfen? Von beiden? Beide, wie gesagt. Es gibt einen Kampf gegen Bell und einen gegen Scheren. Die kämpfen gegeneinander gegen dich. Also nacheinander, nicht gegeneinander. Ach so. Okay. Ja gut, ich habe Postea vorne. Drachentanz, bin ich schneller als du? Nee, ne? Du hast dich gerade deine Initiative gestellt. Scharfax ist relativ schnell. Also Maxax hat eine Init von 90 Base, also eine Init Base von 90, was gar nicht so schlecht ist. Und Scharfax, ja, keine Ahnung. Überleben die Attacke von 70, dir, oder? 80. Er macht nochmal Drachentanz, na dann muss ich ja keine Angst haben.
okay. Nee, warte, Zermürben ist jetzt vielleicht sogar so wenig sehr effektiv, dass ich ihn nicht tot kriege. Okay. Alles gut. Ja, das Problem, Ginger, du musst ja auch noch den dritten Ast-Trainer machen. Ja. Ich weiß. Was mache ich jetzt? Warum hast du den dann... Ja, warten, du bist schon reingelaufen, dafür kann ich ja nichts. Und ich kann auch nichts dafür, dass du die eine Trainerin aus Versehen schon gemacht hast am Anfang. Und ich kann nichts dafür, dass ich länger gebraucht habe für den Kampf, weil ich dauernd dir deine Fragen beantworten musste. Tja. Was denn? War doch so. Nachher dann beschuldigst du mich wieder, weil mein Pokémon gestorben ist, weil ich keine Konzentration hatte, weil ich dir in deinem Kampf geholfen habe. Mi. Kann ich Hydra gehen nicht auch einfach weghauen? Nee, du bist doch Käfer, ne? Wo ich gehe lieber. Ich habe das in Erinnerung, dass das jetzt nicht so gut für mich wäre. Kann ich nicht in Torwächter reingehen? Ja, ne? Nein, war nicht Psycho. Käfer war sehr effektiver Psycho, nicht andersrum. Shit. Ego-Trip. Okay, ich wechsle gleich mal wieder raus. Kann Gisbert das machen? Ja, ne? Also er macht Gigasauger bei mir. Alter, hat er bei mir gemacht. Na dann. Dann kann Gisbert ja mal rein. Drohr reinhauen. Oh, Gigasauger. Das ist was anderes als Megasauger. Dupti-dupti-du. Ich hab doch gesagt Gigasauger. Hast du? Ja. Zweimal vorhin und jetzt nochmal. Ich hab Megasauger verstanden. Hä? Was macht denn jetzt Ego-Trip? Ego-Trip benutzt die gegnerische Attacke und stärker. Ätzend. Ich setze einen Trank ein. Miep. Dummes Vieh. Dann setze ich halt Aeroas ein. Denke ich mir auch so. Alter, what? Nur wegen dem scheiß Volltreffer, wenn ich jetzt keinen bekomme. Ich glaube, ich habe richtig gelegen mit Käfer. Vielleicht war es aber auch wirklich Pflanze, das weiß ich nicht. Na dann. So, der Trainer ist zumindest weg. Yay. Okay, dann beenden wir hier erstmal den Part. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja. Okay.